Herzlich willkommen und Gottes Segen beim Hören dieser Folge von Max 15. Maximal 15 Minuten mit Gott. In dieser Folge geht es um Überlegungen zum Thema Verfolgung und Verrat. Als Ausgangspunkt nehme ich eine Begebenheit aus dem Leben meines Vaters. Er hat gegen Ende seines Lebens eine kurze Darstellung seines Lebens geschrieben, aus der ich die folgende Begebenheit zitiere. An einem fußballlosen Sonntag im Sommer unternahmen wir mit Onkel und Tante, die kurz vorher aus Amerika zurückkamen, einen Spaziergang in die Umgebung von Graz, wo wir an einer kleinen Kapelle vorbeikamen. Hier sollten sich die Leute beim Läuten an der kleinen Glocke etwas wünschen können, das dann in Erfüllung gehen sollte. Tante ging zuerst hinein, läutete und wünschte sich etwas. Dann forderte sie auch meine Mutter auf, dasselbe zu tun. Mutter wollte nicht, denn sie war nicht religiös und wollte an derlei Wunder nicht glauben. Sie ließ sich aber dennoch überreden und ging hinein, um ihren Wunsch zu äußern. Wir fragten sie nachher, was sie sich wohl gewünscht habe, und sie antwortete: Ich habe mir gewünscht, meinen Vater noch einmal sehen zu können. Und siehe da, nach nicht allzu langer Zeit kehrte er für ein paar Monate aus den USA nach Hause zurück, um dann noch einmal auf 2 Jahre nach Amerika zu fahren. Nach dieser Zeit kehrte er endgültig zurück, wohnte bei uns im Nachbarhaus und wurde von Mutter verköstigt. Tagsüber war er bei uns. Er war noch rüstig und half im Garten mit. Warum ich das hier erwähne? Es war der Beginn politischer Gespräche in unserer Familie. Er war 30 Jahre lang Arbeiter in einer Traktorenfabrik und erlebte alle Härten der damaligen sozialen Verhältnisse in den USA. Auch war er sehr belesen. Er arbeitete ja immer Nachtschicht und ein großer, guter Beobachter und Analytiker der Zustände in Amerika. Schon im Jahre 1912 trat er der Kommunistischen Partei in Amerika bei und hat auch marxistische Literatur gelesen. Seine interessante Erzählweise fesselte uns, und besonders Mutter hat seine Ideen damals mit Begeisterung aufgenommen. Sie wurde eine stürmische Verfechterin der kommunistischen Lehre und eine glühende Verehrerin Stalins. Besonders verachtete sie schon die damaligen politischen Zustände, den Austrofaschismus der Regierungen Dollfuß und Schuschnigg nach dem Bürgerkrieg 1934, der das Verbot der Sozialdemokratischen Partei und der Gewerkschaften brachte. Dies verstärkte sich erst noch, als Österreich von Hitlerdeutschland annektiert wurde. Eine weitere Steigerung ihrer Verachtung brachte dann der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und da wieder besonders der Angriff auf die Sowjetunion. Der Leser fragt sich nun vielleicht, was hat das alles mit ihrem späteren Schicksal zu tun? Meine Mutter hat natürlich ihre Überzeugung nicht still für sich behalten, sondern gegen jedermann in reger Diskussion verteidigt und sich so allmählich den damals verpönten Ruf einer Kommunistin zugezogen und damit auch gleichzeitig politische und menschliche Feinde geschaffen, denn im Hause wohnten ja auch Nazis. Gleicher Gesinnung mit ihr war auch noch eine zweite Frau in unserem Wohnhause, ihre Freundin Mathilde G. Vater und auch andere Leute haben Mutter oft ermahnt, sich mit ihrer politischen Meinung zurückzuhalten und jeglichem Diskutieren aus dem Wege zu gehen. Aber es war vergeblich. Ihre durch ihre schwere Krankheit angegriffenen Nerven gingen einfach mit ihr durch. Sie konnte einfach nicht schweigen. Jeden Abend während des Kriegs wurden ausländische Radiosendungen abgehört, besonders Moskau, wo der österreichische Kommunist Ernst F. sprach und seine Landsleute zum aktiven Widerstand aufrief. In Feldpostbriefen nach Griechenland schrieb sie mir einige Male,
dass Onkel Yoshi wieder gesund sei und schon weitere Spaziergänge machte, im Klartext, dass die Sowjettruppen große Erfolge verzeichneten. Und so kam es eines Tages, wie es kommen musste. Irgendwer vom Hause oder der Umgebung fand sich als Denunziant und erstattete Anzeige bei der Gestapo. Eines Abends im September 1944 erschien die Gestapo und führten Mutter und ihre Freundin ab. So schilderte es mir mein Vater. Über das weitere Schicksal beider Frauen hat Vater nichts erfahren. Erst in einem Schreiben aus dem KZ Ravensbrück erfuhr er, dass seine Frau am 21. Februar 1945 im KZ Uckermark verstorben ist. Ihre Freundin schon im Dezember, sagten uns deren Angehörige. Alle Versuche nach Ende des Krieges herauszufinden, wer der Verräter war, blieben erfolglos, weil niemand es bezeugen konnte. Wir tippten auf eine bestimmte Frau im Hause. So endete das Schicksal zweier aufrechter Antifaschistinnen. Soweit der Bericht meines Vaters aus einer Zeit, die alles andere als angenehm gewesen sein muss. Auch in der heutigen Zeit nimmt diese Verräterei wieder zu. Die Angst lässt Menschen Unglaubliches tun. Wie viele Anzeigen von Nachbarn hat es wohl in den Lockdown-Zeiten gegeben? Heute spürt man wieder etwas von dieser unguten Stimmung. Ja, in der Bibel steht auch nichts Neues. Verrat ist auch dort das Thema. Speziell für die letzte Zeit vor Jesu Wiederkunft wird ein ganz besonderer Fall von Verrat beschrieben. In der Endzeitrede von Jesus in Matthäus 24 ist das aufgeschrieben und wird davon berichtet. Es heißt dort, ich lese die Verse 4 bis 12. Gebt Acht, dass euch niemand irreführt, erwiderte Jesus. Viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich sagen, ich bin der Messias. Damit werden sie viele verführen. Erschreckt nicht, wenn ihr von Kriegen hört oder wenn Kriegsgefahr droht. Das muss so kommen, aber es ist noch nicht das Ende. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Staat den anderen angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Doch das ist erst der Anfang, der Beginn der Geburtswehen. Dann wird man euch bedrängen, misshandeln und töten. Die ganze Welt wird euch hassen, weil ihr zu mir gehört. Viele werden sich von mir abwenden. Sie werden einander verraten und sich hassen. Viele falsche Propheten werden auftreten und viele in die Irre führen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird auch die Liebe bei den meisten erkalten. Interessant, was hier geschrieben steht. Außer diesen verschiedenen Zeichen, die gegen Ende der Welt kommen werden oder schon bestehen eigentlich. Da wird gesagt, dass sich Menschen hassen und einander verraten. Das sind nicht Menschen, die sich fremd wehren oder die verschiedene Lebensentwürfe oder Philosophien anhängen. Da heißt es, viele werden sich von mir abwenden, sie werden einander verraten und sich hassen. Ein etwas genaueres Bild dafür gibt es auch in dem Gleichnis vom Seemann im Evangelium von Matthäus im Kapitel 13. Dort wird dieser Gedanke auch aufgegriffen. Da heißt es, beim Ausstreuen fiel ein Teil der Körner auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten sie auf. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort wenig Erde hatte, ging sie bald auf. Als aber die Sonne höher stieg, verbrannten die jungen Pflanzen und vertrockneten, weil sie keine tiefer gehenden Wurzeln hatten. Diesen Teil des Gleichnisses erklärt Jesus dann folgendermaßen. Die Saat auf dem felsigen Boden entspricht Menschen, die das Wort hören und es gleich freudig aufnehmen. Also etwas ganz Positives. Doch, heißt es dann weiter, doch, weil sie unbeständig sind, kann es bei ihnen keine Wurzeln schlagen. Wenn sie wegen der Botschaft in Schwierigkeiten geraten
oder gar verfolgt werden, wenden Sie sich gleich wieder ab. Und in der Endzeitrede haben wir gelesen, dass es diese Menschen sind, die sich von der Botschaft des Evangeliums abgewendet haben, dann die anderen, die treu geblieben sind, verraten werden. Also dieser Verrat findet unter dem Christen statt. Und im Christentum findet das statt. Etwas, was wir uns jetzt wahrscheinlich gar nicht vorstellen können. Uns tun schon die Menschen leid, die Christen leid, die von Andersgläubigen in verschiedensten Ländern verfolgt werden. Aber hier geht es um einen ganz speziellen Verrat, um einen Verrat innerhalb des Christentums. Warum das so ist und wie es dazu kommt, ist eine andere Geschichte. Liebe Hörerin, lieber Hörer, wie stehst du zu diesem Thema? Hast du selbst Verrat und Verfolgung einmal erlebt oder selbst getan? Stärken wir unsere Beziehungen zueinander, um diesen Geist des Verrats und der Verfolgung unter uns Christen nicht aufkommen zu lassen. Mit diesen Gedanken lasse ich euch allein, wünsche euch Gottes Segen beim Nachdenken und auf ein Wiederhören bis zur nächsten Folge von Max 15.